Ichiban Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Super Mario Odyssey zusammen mit mir, MG Muss, mit auf dem Gaming Ninjas Kanal. Und ja, wir müssen hier noch munter ein bisschen was suchen. Jetzt nicht mehr viel, aber ein bisschen was ist es trotzdem. So, jetzt müssen wir hier schnell machen. Oh, die richtige Palme auch noch treffen. Nein, fuck. Hier ist es. Nein! Falsch. So, dann müssen wir hier nochmal hochfliegen. Ich muss die... Okay, ich muss die eine erwischen. Ja, sonst wäre ich hingekommen. Auf die Schnelle. Auf die Schnelle wäre ich sonst hingekommen. So. Probieren wir es nochmal. Alles ganz easy. Dort drüben ist die. Hier ist es. Wenn ich jetzt die Palme treffen würde, wäre ich froh. So, haben wir noch erwischt. Haben wir. So. So, da vorne am Eck müsste auch eine sein. Hier irgendwo. Hier. Es ist sogar fast obvious, der Mond. So. Dann fehlt mir nur noch der eine blöde hier. Und noch ein paar andere. Das ist ja auch noch selbstverständlich, dass mir noch ein paar fehlen. Ja. Mir fehlen eigentlich nur zwei. Boah. Den einen weiß ich jetzt nicht, wo der ist. Definitiv nicht. Und die lila Münzen geben mir halt auch noch drei Stück ab. Drei blöde Stück mal wieder. Das ist halt das Blöde, weil man die nicht irgendwie erfragen kann, wo die sind. Ich schätze, da muss ich wieder irgendwas im Himmel sehen. Probieren kann man es ja mal. Da fliegt was. Ja, dachte ich es mir. Dann habe ich den auch gefunden. Dann kann ich mir die Kohle sogar sparen. Richtig nice. Dass ich mir die sparen kann. Na, der ist jetzt eine halbe Ewigkeit geflogen, der Mond. So, aber wie gesagt, die lila Münzen regen mich halt noch auf. Und der eine Mond halt, den wir mal letztes Mal am Schluss versucht haben noch zu finden. Die geben mir halt ein bisschen auf den Keks. Und ja, jetzt fehlen mir halt noch lila Münzen, die ich nicht finde. Naja, egal, scheiß drauf. Kommen wir halt mal in einem Livestream vorbei. Und suchen das restliche Zeug, was uns so abgeht. So, 422 Monde haben wir am Start. Neue Produkte sind im Shop erhältlich. Ist ja schön. Und wir brauchen noch 78 Monde. Um, ja, 78 Monde noch, noch eine Seite des Mondes freizuschalten. Wir haben ja die finstere Seite, haben wir ja schon frei. Die lassen wir uns relativ zum Schluss übrig. Da gehen wir wirklich sukzessive, gehen wir durch. Also als nächstes City, dann Polar, dann Küste. Ich glaube, im Polarland liegen einige rum, weil ich da echt nicht lange drin war. Küstland, ja, der ein oder andere. Schlemmerland, da haben wir viel erkundet. Ruinenland, da ist nicht viel. Bowserland haben wir so gut wie gar keine gesucht. Mondland haben wir gar keine gesucht. Finstere Seite waren wir noch nicht mal. Also, es sind noch einige versteckt und wir haben auch nicht alles gefunden bis jetzt. Das ist ja das Nächste, weil mit den Hinweiskunstarten weiß ich eh nicht, was Sache ist, ne? Und da muss ich halt eventuell in eine Komplettlösung gucken oder sonst wie. Alles kann ich nicht selber rausfinden, wo ich aber eh auf einem guten Weg bin, echt viel zu finden. Hier wird halt Katastrophe, glaube ich, im Cityland, weil alles so verschnörkelt ist und hast du nicht gesehen. Hm. Der Mondquader leuchtet ebenfalls. Ja, klar leuchtet der. So, den machen wir uns auch gleich auf hier. Und dann suchen wir mal. Ich muss dann mal gucken, wie viel Monde hier versteckt sind. Werden schon einige sein. Allein was hier noch dazu kommt gerade, ist jetzt nicht wenig. So, gucken wir mal, wie viel das uns fehlen. Wir haben 17 von 81 Monden. Das ist ja mal lächerlich, was wir hier am Monden gefunden haben. Und lila Münzen. 35 von 100. Also, wir müssen echt uns ranhalten. Da kann man jetzt
echt nichts sagen. Also da. Ich sehe von hier aus lila Münzen, aber die kann ich hier gerade nicht gebrauchen. So, was bist du? Rede ich mal mit dir. Ich bin mit zwei Freunden hergereist, aber plötzlich waren sie weg. Ich hatte ihnen doch nur kurz den Rücken zugedreht. Ich hoffe ja nur, dass sie sich nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten gebracht haben. Das wäre ja so typisch für die beiden. Okay. Der will wieder eine Musik. Also hier ist echt viel los. Hier sind gleich mal zwei Nüsse noch. Wo pflanze ich die ein? Einen hatte ich ja schon mal gefunden. Oh, da ist auch mittlerweile schon was draus entwachsen. Dann holen wir uns das gleich mal. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo die anderen zwei Nüsse noch reinkommen. Dieses sollte man eigentlich relativ zeitnah machen. Na, darf ich raten? Ich kann mich bewegen. Ich kann sogar sprinten. Komm her hier. Machen wir mal den Schriftzug hier fertig. Ah. Oh, du bist der letzte Buchstabe. Nein. Hier will ich wieder raus. Oh, rastest du ein? Danke. Ja, den habe ich hier leider entkoppelt. Hallo? Und dann halt nicht. Dann lassen wir das mal. Wie sich das I bewegt, einfach nur lustig. Muss ich jetzt echt da nochmal rausgehen und nochmal reingehen, oder wie? Ah, dann haben wir hier einen Mond. So einfach geht's. So, Mario meldet sich ab. Ja, so ungefähr. So, mit dem Seilchen springen. Ich frage mich, ob jemand 100 Sprünge geschafft hat. Darf ich raten? Ich glaube, bei 100 Sprüngen darf man wieder mal mehr haben. Ich probiere mal die 100 Sprünge. Oh, wieso mache ich jetzt eine Netzwerkverbindung auf? Weil ich will, oder? Naja, lass mal einfach mal laden. Die 100 Sprünge will ich jetzt eigentlich schon ver. Es ist ein Fehler bei der Datenübertragung aufgetreten. Ist ja schön. Ich würde aber trotzdem hier. Ich würde hier gern nochmal Seil springen. Wie ging das nochmal? Hallo? Nein. Aber ich will springen. Probieren wir nochmal. Kann ja nicht wahr sein. Ich muss ja eine Netzwerkverbindung haben. Fehler bei der Datenübertragung. Okay. Okay. Dann lassen wir das halt mal. Ah. So, komm mal her hier. Dankeschön. Ja. Das Auto finde ich echt Krebs. Muss ich einfach mal sagen. Ist das Krebs, das Auto? Ah. Ah. Nee, nicht so. Nee. Irgendwie kriegt das mein Kopf nicht irgendwie rein. Ja, egal, raus hier. Nichts aber raus hier. Da, hier haben wir. Oh, hier müssen wir Gas geben. Und ohne Cap hier durchkommen. Oh, in letzter Sekunde noch erwischt. Den Mond hier. Kann man ja mal machen. Da hinten ist noch ein Tic-Tac-Trauma. Baustelle. Gehen wir mal hier rüber. Also hier können wir echt wieder viel, 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 viel erkunden. Macht eigentlich schon Spaß, muss man einfach zugeben. So, habe ich den eigentlich? Den da hinten schon. Ja, den habe ich schon eingesammelt. So, gucken wir mal. Okay. Bewegt sich das Zeug?
Oh, ja, komm. Gib mir die andere Seite. Boah, wieder in letzter Sekunde. Passt. Solange wir sie fangen, ist ja alles okay. Na, da oben sehe ich lila Münzen. Wie kommt man da wieder hin? Hallo Auto. Nicht zusammenfahren, das wäre gut. Mario will noch länger leben. Ja. Dann sind wir in der Feuerleiter. Dann gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal hoch hinaus. Oh, hier ist so ein Dingens hier. Cool. Komm, dann gehen wir gleich mal rein, wenn wir schon hier sind. Zwei Münzen sind hier versteckt. Was? Mit dem Motorroller oder wie? Okay. Okay, kann man ja mal machen. Oh, puh. Oh, an den Panzern auch vorbei. Nein, ich fall runter. Ist aber eine interessante Challenge. Ist eine interessante Challenge. Kann man echt mal machen. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Wir müssen halt aufpassen. Da müsste noch ein zweiter Mond sein. Da muss noch ein zweiter Mond sein. Da müssen wir halt immer die Augen offen halten. Oh, und immer die Münzen mitnehmen, wenn geht. Oh, da kommen wir ja easy rüber. Zack, zack, zack. Zack, zack. Immer schön aufpassen. Ah, fuck it. Ah, da oben wäre Mond gewesen. Da oben wäre Mond gewesen. Oh, haben wir hier hinten noch was? Nö. So, muss ich nochmal machen. Muss halt den schwierigen Weg nochmal hoch. Den Mond will ich mitnehmen. Es ist echt spaßig hier mit dem Motorroller hier so rumzukruisen. Kann man ja mal machen. Ja, raus aus, rein in die Röhre, raus aus der Röhre. Aber wie gesagt, hier sind einige Monde versteckt, die man natürlich gerne mitnehmen kann. Naja, du erinnerst dich an diesen Ort. Oh, hier ist sicherlich noch ein Mond versteckt. Das weiß ich, das weiß ich. Dass hier noch einer versteckt ist. Deswegen versuche ich es auch nochmal. Oh, hoch hier. Oh, easy. Oh, einmal durch hier. Dankeschön. Perfekt. Die Hammer. Oh. Ich habe sogar Damage bekommen von dem Ding. So. Jetzt haben wir beide Monde hier drin gefunden. Das ist ja schon mal praktisch. Das nehme ich natürlich gerne. So. Dann gucken wir uns natürlich hier munter um. Was hier noch so sein könnte. Wie zum Beispiel auf der Hecke hier entlang laufen. Und dann findet man hier so ein Stromkabel. Dass wir mal hoch können. Oh, beinahe. Oh, vier lila Münzen. Bringt uns unseren Weg schon mal näher. Oh, wo gehen wir jetzt hin? Hier sind noch drei drüben. Ah. Okay, da habe ich was im Auge. Oh, hier ist doch noch einer. Es ist ein Speedrun-Mond, deswegen wusste ich, dass da einer ist. Deswegen habe ich mich da nochmal rumgedreht. Oh. Da sind noch drei. Ich werde eh wieder nicht alle finden. Ist nie im Leben. Noch so einen Topf habe ich auch nicht gefunden. Wo ich hier das Zeug einpflanze. Hier sind die Shops. Die Shops, die Shops, die Shops.
Na, dann gehen wir hier mal rein. Das sind sogar zwei Unabhängige, so wie es aussieht. Was macht ihr hier? So, den einen Mond kaufen. Nicht, dass wir den wieder angezeigt bekommen, wenn wir Toad fragen. Den einen, der alles kartografiert hat und alles. So, dann ab durch die Hütte. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Man glaubt es nicht. 15 Minuten sind halt so schnell rum. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich über Daumen und Kommentare von euch freuen. Und ja, hier sind noch ein paar Videos für euch, die euch eventuell interessieren könnten. Drückt mal drauf. Ist alle von Gaming Ninjas. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Ich sage ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.